Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Ja, die Minecraft-Idee heute, Modelhaus Nummer 3. Ja, ein Haus, das ich ganz früh gebaut habe, hier am PC. Eins meiner allerersten und dementsprechend ist es sehr interessant aufgebaut. Aber das werden wir später sehen. Machen wir erstmal den Flyball. Man sieht gleich Garage. Allerdings muss ich vorweg sagen, ist nicht begehbar, da ist kein Auto drin. Nee, zu dem Zeitpunkt habe ich noch keine Autos gebaut, obwohl wir bis jetzt, glaube ich, sowieso kein Auto gesehen haben. Aber die kommen noch. Vielleicht mache ich ein Autobild dazu. Ja, cool ist da. Dann beachte bitte diesen schönen angelegten Garten hier mit den tollen Beeten. Ein paar schöne Bäume, viel Glas. Also es ist ein sehr offenes Konzept, zumindest von innen, das werden wir gleich auch sehen. Ja, gehen wir mal runter, wenn man hier reinkommt. Vielleicht der Eingang, so eine Glasschiebetür soll das sein. Kleines Regal, kleiner Haken. Ein sehr interessantes Bücherregal-Konzept. Das Badezimmer sehr klein, sehr dunkel gehalten, war nicht viel Platz, muss ich gucken, wie man es macht. Ja, alles ist da, aber ja, ist jetzt keine Augenweide. Ja, was haben wir noch? Auf der rechten Seite ein schönes Regal mit Deko und einem schönen Bild aus Wolle. Auf der linken Seite Kühlschrank, Küche mit einer angeschlossenen Bar quasi oder Theke, wie man es nennen will, wo halt dann auch quasi gegessen wird. Somit spart man sich in diesem Haus quasi ja den extra Essbereich, weil hier ist wirklich nicht so viel Platz. Ja, Bücherregale. Ein schöner kleiner Tisch mit Blumen. Das Wohnzimmer. Die legendären Holzsofa sind zurück. Ganz simpel gemacht. Also wie schon gesagt, das ist eins der allerersten. Hier haben wir so ein cooles, hinaufgehendes Regal. Man sieht sehr viel Glas verbaut. Sehr viel Glas. Ja, hier haben wir so Hängelampen. Und wie schon gesagt, sehr offen. Man kann hier sehr weit nach oben gucken. Wieder mal ein Balkon. Hier haben wir Bücherecke, kann man sich ganz oben sein Lieblingsbuch holen, sofern man liest. Wenn man rausgeht, der Pool, er ist da, das Wasser ist schön, die Liegen sind da. Hier hinten haben wir eine kleine Sitzgruppe, Grillecke. Das könnte man auch mit einem Lagerfeuer hinsetzen, wenn man will, mit einer kleinen Hecke. Und ringsrum um das Anwesen ist, oh, Igitt, ey, da regnet es glatt, finde ich das echt unkoral. Ja, hier haben wir gleich die ganzen Palmen und ringsrum von dieser Seite her habe ich überall so ein Beet gemacht, was ich ganz cool fand, sah halt dann nicht ganz so leer aus. Ja, wenn ihr wieder reingeht und hier nach oben guckt, sieht man überhaupt den Balkon, habe ich glaube ich noch nicht angesprochen, sehr offen, schon wieder offen gesagt. Ja, Treppe, sehr lange Treppe, wenn man hier oben ist. Dann, das sind übrigens Trapdoors, also die habe ich einfach daran gesetzt, weil spart Platz und ich finde sie auch ganz cool aus. Immer ein kleines Office, sehr, sehr, sehr simpel gehalten. Auf der anderen Seite haben wir einen kleinen Balkon, schon wieder bekommen. Kann man einfach rausgucken, hier den wunderschönen Urwald-Dschungel-Custom-Made-Wald-Forest angucken. Die schönen Palmen, sein Grundstück, kann man einfach genießen. Kleine. Ja, spartanische Sitzvorrichtung. Licht fällt jeden Tag immer wieder rein. Hier wieder das legendäre Regal mit der Blume. Und wenn man hier reinkommt, hat man quasi hier diesen Balkon und den Blick nach unten auf den Pool natürlich und halt ins Wohnzimmer. Finde ich ganz cool, weil es halt sehr offen ist, schon wieder offen gesagt. Hier haben wir ein kleines Office und das weiße Bett mit weißen Bannern. Hier hatte ich irgendwie so ein Orange. Hier hatte ich ein sehr, wie man sieht, sehr weißen Fable. Ein Fable für die Farbe Weiß. Ja, und im Grunde war es das auch schon von diesem Haus. Ich muss die Videos etwas kürzer halten, weil ja mein Internet so schlecht ist. Ja, aber das wird sich auch mal ändern. Ja, wie schon gesagt, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, gebt ein Like, teilt das Video, abonniert, würde mich freuen. Ansonsten, vielen Dank fürs Zusehen. Ciao, ciao.